So, da vorne ist eine Tauchglocke. Ja. Also so. Ein Luftpräservat und da ist ein Rochen. Hallo? Du solltest nicht zu schnell sich zu hin. Wieso? Erinnere dich an Irwin. An wen? Stephen Irwin. Stephen Irwin? Crocodile Hunter. Warte. Das war doch aber nicht von einem Manta. Von einem Rochen gestochen. Ja, aber kein Manta-Rochen. Ja, komm schon. Aber nicht von einem Manta-Rochen. Manta-Rochen sind friedlich. Für gewöhnlich. Wie heißt das Stingray auf Englisch? Ja, das sind aber nicht die Manta-Rochen, das sind Stachelrochen. Stachelrochen, ja. 3 von 3, optionale Missionsziele. Du musst jetzt, da unten gibt es irgendwo noch ein Fragment und es gibt noch sehr viele. Fragment ist weiter oben, schätze ich mal. Abstoßbalken. Abstoßbalken? Hinter dir irgendwo. Wollen wir ausprobieren? Mhm, da oben. Ach, da. Da, wo das Fragment drauf ist. Das Fragment? Das Fragment? Boah, das taugt, warte, nur was ja. Auch in die andere Richtung war das noch irgendwo eine Truhe. Ja. Du kannst einmal außen rum, gell, um diesen großen Fels und du kannst da rein. Jetzt brauchen wir aber erstmal bald wieder Luft. Ja, ja. Das kann ich nicht nochmal benutzen. Nein, kannst du nicht. Aber zur Tauchglocke kann ich nochmal, oder? Ja, zur Tauchglocke kannst du immer. Ah, verdammt, da ist sie so weit. Weg. Ja. Stimmt. Da hinten müsste aber ein Abstoßbalken sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Egal. So. Schwimm wieder zurück. Was macht diese Musik? Das Wasser. So klingt Wasser. Machen Sachen. Was machen Sachen? Was machen Sachen? So klingt Wasser. Weißt du nicht, wie Wasser klingt, Lukas? Wasser klingt wie bedrohliche Gaming-Musik. Okay. Ja. Wusstest du es nicht? So, da haben wir die Medizin. Und zum Glück ist unter Wasser alles so schön viel leichter. Dank des Auftriebs. Ja. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da entdeckt? Na to- ja. Medizin. Loch. Loch. Wir müssen ins Loch. Wir kommen vermutlich eh nicht zurück, ne? Einen Weg nach draußen finden. Blubbels. Alle Blubbels. Oh, lass mich raten. Nee, doch nicht. Schwimmen Sie nach oben um Lufttaschen. Diese? Das ist ein Höhlchen. Ein Höhlchen. Schön. Du schwimmst in die falsche Richtung. Das Dacht ist die richtige. So. Ja, Orientierung darf man nicht verlieren. Mhm, da bin ich leider König drin. Oh. Oh, eine Strömung. Oh oh. Hindernissen ausweichen. Huch. Yeah. Hoppala. Voll spannend. Lukas, pass auf. So, weiter. Hinter dir. Hinter mir? Egal. Du bist in der Höhle drin. Das hätte ich jetzt aber auch gehört. Also, hauptet. Raus. Ja. Das war ein kleiner Warnhinweis, nicht zu nah an die Haie ranzugehen, ne? Verstehe ich nicht. Hier gibt's, glaube ich, noch ein paar Truhen und ein paar. Haie, verzieh dich. Verstecken Sie sich in Seetangteppichen oder in Schiffswracks, um Haien aus dem Weg zu gehen. Was eigentlich? Hier gibt's noch ein paar Truhen und ein paar Fragmente. Ich glaube, ich werde dir sehr verbunden, wenn du die alle holst. Ich ball mich. Ab ins Schiffswrack. Ab ins Teppich. Ab ins Teppich. Ein Seetangteppich. Irgendwo müsste hier eine Truhe sein, links von dir. Erst da ist mal. Auch eine Truhe. Hä? Oh, stimmt. Okay. Geh zurück in den Teppich. Ja, Teppich, Teppich. Nee. Teppich, Teppich. Oh, links von dir sind noch Truhen. Toll, 3 Haie auf einmal. Als ob da nicht schon genug wäre. Na, Spaß ist was anderes. Ach was. So, 1000 Real. Ah, jawohl. Geht doch. Läuft. Eine Truhe, ein Datenfragment. Zweites dort. Ah, reicht die Luft? Ja, die reicht. Die reicht auf jeden Fall. Wenn du jetzt nicht hängen bleibst, dann reicht die Luft. Da
Als die letzte Truhe. Woo! Wrack der Sun Ignacio. Komplett ausgeraubt. Und wir sehen aber nicht, was wir bekommen haben. Ja, und jetzt ist langsam zur Glocke. Der Elite-Rumpf ist jetzt in der Kapitänskajüte verfügbar. Lukas, wo willst du hin? Ich will nicht von den Haien gesehen werden. Das ist momentan dein wenigstes Problem. Ah! Ja, du sagst es. Ah, X. Wo ist die Glocke? Da. Mann! So, wir halten uns zum Schiff zurückzukehren. Scheiß Haie. Panik. Panik! Okay, das ist... Ahoi! Glück gehabt! Nur eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon verfault. Verdammte Pest. Cholera. Müssen wir nun Medizin stehlen? Du vergisst das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Für das Publikum. Ei. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar tut es das. Solltest du einen leisen Weg kennen, an die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Yay. Einen Haiangriff vermeiden. Mensch, Lukas. Weiter. Nach Medizin tauchen. Fortsetzen. So. Ah, ich hab doch schon A gedrückt. Oh, da waren wir schon. Da können wir nicht mehr tauchen. Richtig. Ich will nochmal tauchen. Wir sind golden. Hey. Der Wind zeigt Zähne, Kerl. Das setzt jeden Zoll Segel. Da vorne gewittert's. Yeah. Willst du da rein? Ja. Willst du wirklich rein? Ja. Ein Lied. Warte, wie weit ist es eigentlich weg? Ich glaube, wir müssen nach Nassau nur zurück. Oder fast nach Nassau. Des Teufels Advokat. Wir können vielleicht, guck mal, da ist auf dem Weg eh noch ein Ding. Da ist auf dem Weg eh noch ein Wrack? Ja. Ach, das meinst du, sollten wir holen? Ja. 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 Okay. Okay. Dann solltest du es aber als Markierung setzen, ansonsten findest du es nicht. Klugscheißer. Das ist dieselbe Richtung. Und da hinten geht gerade irgendwo ein Schiff unter. Hm. Riesenbrecher rollt an von Steuerbord! Steuerbord! Von vorne. Von links. Steuerbord ist rechts. Ja, ist nicht doch von links. Ja. Ich finde, das habe ich gut auf die Reihe bekommen. Sehr schön. So, dann können wir gleich noch einen aufsammeln. Sobald ich sehe. Sir, von Steuerbord! Schiffbrüchiger im Wasser, Captain! So, in Stürmen ist Reisegeschwindigkeit nicht mehr. Ach, wir sind sonst schon so. Ja, wir sind in einem Sturm, Lukas. Nein, ich meine. Du bist ja mitten rein. Monsterwelle von Steuerbord! Wir sind schon so schnell, wie es geht. Pass doch auf. Warte, wo ist sie? Direkt vor dir. Ja. Auf der Karte musst du nur gucken. Dann siehst du, von wo sie kommt. Dass du jetzt gerade nicht gerade auf sie zufährst. Ja! Jetzt erst. Ja, verdammt. Oh
Oh, so schwer. Oh. Ah, ich meine, ich finde, es taugt irgendwie hier durchzusegeln. Das ist aber kein Riesenbrecher, ne? Nein. Ich will das auf der Karte sehen. Riesenbrecher rollt an von Steuerbord! Ich sehe jetzt gerade aus. Riesenbrecher. Warte, fahre ich gerade drauf zu? Ja. Tust du? Oh ja. Oh ja. Verdammt, das war zu weit. Fast. Nichts passiert. Nichts passiert. Wir sind bloß geflogen. Ah. Da schauen aber mehrere solche Wellen nach Brechern aus. Das ist immer ganz witzig. Ja, es ist ja auch ein Sturm. Ja, ist gut. Es ist ein Sturm, Lukas. Mir geht's einfach nur um die Animation. Ich weiß nicht, was du erwartest. Backbord, Captain. Riecht nach Beute. Aber es ist ein Sturm. Es ist ein Sturm. Der sich jetzt langsam widerlegt. Ja, noch nicht. Verdammt. Wenn es um dich herum regnet, ist es immer noch ein Sturm. Wenn es um mich herum regnet, ist es auf jeden Fall schon erstmal Regen. Jetzt kommt die Sonne. Kann ich jetzt bitte wieder? Jetzt kannst du Reisegeschwindigkeit, weil es da oben stand. Ah. Oh. Habe ich schon gesagt, dass du Klugscheißer bist? Ja. Nein. Da vorne ist es. Ding. Also ja, sorry. Wie kann ich nochmal gucken? RB. Nee. Die kämpfen gegeneinander. Ja klar, weil es Brite und Spanier sind. Du solltest sie nicht rammen. Nein! Nicht rammen. Gleich auf! Gebt den Wind ab! Leesegel heißen, los geht's! Leesegel heißen! Die Leesegel heißen! Mercedes und Ford. Und Benz. Mercedes und Benz. Cthulhu! War wo? Ach so. Ja, wo? Man, eigentlich ist es nur ein Kraken, aber. The Kraken. Wie gesagt, du kannst immer den Song wechseln. Ich mag den. Okay, dann bleibt er. Wer am Steuer ist, kann auch das Radio bestimmen. Ist halt bei uns war es immer so, wer am Steuer war, hat nicht bestimmt. Ja. Da war er, okay. Da war er. Ja, wo ist er denn? Ja, da ist er. Wo war er? Da war er. So, welches Wrack werden wir jetzt erkunden? Atoka. Atoka. Sieh doch, Captain! Da ist etwas im Mars und im Busch. Alle Segel! Böses im Busch! So ein Splosh! Splash! Das ist, finde ich, cool, wenn man mit dem Kopfer. Mit dem Köpfer direkt hinterher hüpft. Köpfer! Wrack der Atocha. Da ist direkt ein Hai, wie unfair ist denn das? Es ist immerhin unter Wasser, Lukas. Ach. Es gibt 7 Truhen. Babam, wie schwimme ich denn da am besten? Babam, bam. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Piss dich, Hai. Im Wrack sieht er dich auch nicht. War das etwa ein Aal? Eine Moräne, du Aal. Unter dir. Direkt unter dir. Tun Moränen weh? Ich befürchte es fast. Wir haben ein Porzellanteller-Service bekommen. Yay! Yay! Da ist hoffentlich keine Moräne drin. Nein. Nein. Da ist eine. Ja, da hat sie Biss. Du musst es ja gar nichts drücken. Das hat dir einfach nur ein komplettes Viertelleben abgezogen. Da ist ein Hai. Der sieht mich immer noch. Nein! Oh Mann, echt jetzt? Lukas, ruhig. Ruhe bewahren. Im Wrack hätte er dich übrigens nicht gesehen. Ja, da, deshalb bin ich da jetzt auch unterwegs. Jade-Statue. Oh.
Ich mag Morene nicht. Geh mir echt auf den Sack gerade.